Hallo Leute, ja, Kommentar von Thomas Stehle war, ich sollte nicht warten, dass das mir alles hier auf dem silbernen Tablett serviert wird. Ja, das stimmt schon, das ist richtig, aber ich bin momentan so ein bisschen demotiviert, weil es irgendwie nicht so vorangeht, wie ich es mir gerade so vorstelle, ne? Ist leider so. Und letzte Folge habe ich noch gesehen, um da wieder aufzugreifen, wo wir aufgehört haben. Ich hatte hier reingeguckt in das Dingensdock, Ausrüstungsdock und habe nach Automatikwaffen gesprochen, von geredet, und hier unten habe ich dann nachher beim Kontrollieren gesehen, da war eigentlich doch einer, aber ich glaube, es sind neue Waffen da, oder? Kann das sein? Da, automatisch zielen. Die ist es, aber die ist grau oder weiß, ist jetzt nicht so der Bringer, oder? Die hilft mir dann auch nicht weiter. Da, automatisch zielen, dann eher die. Ich gucke mal gerade noch durch und ihr könnt euch das Intro angucken. So, hier. Diese. Ne, warte, ein höher. Dieses hier ist auch automatisch zielen. Xanion ist auch die Dingens. Ich glaube, die legen wir uns mal gerade noch zu. Gibt es auch zweimal oder wie ist das? Du musst in der Stelle. Ah, okay. Wir sind nicht ganz angedockt. Nee, nicht F drücken. B drücken zum Näherkommen. Dann wollen wir mal schnell andocken. Traktorstrahl. Und nochmal das Ganze. Achso, wir müssen hier umblättern. Automatisch zielen hier. Zack. Zack, beide Waffen gekauft. Die ist zu teuer, aber das wäre Kanonengeschützturm, wäre natürlich cool. War nicht eben hier noch eine mit automatisch zielen? Nein. Ja. Das ist jetzt hier die beste mit Nanonit, ne? So, hier nochmal schnell reingeschaut. Ein Booster für einen Generator, Schildimpenetrator. Schilde können nicht von Schüssen oder Torpedos durchdrungen werden. Haltbarkeit wird umgeleitet, um Schild dann stärken. Zeit bis Wiederaufladung nach Treffer ist erhöht. Okay. Ich glaube, da brauchen wir jetzt hier nicht weiter gucken. Das sind jetzt nicht so Sachen, die ich haben möchte. Gut, bedeutet, hier sind wir erstmal wieder durch. Und dann gehen wir mal einmal auf die Karte. Schauen nochmal hier rum. Das Zentrum der Galaxie ist da, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, war meine Aufgabe hier, war das da, war die Aufgabe. Ja, das heißt, ich müsste jetzt von da nach da, ne? Komme ich aber irgendwie schlecht hin, oder? Da sind noch ganz viele grüne Blipse, sagte der Thomas auch. Ja, Koordinaten im Navigationssystem eingeben. Springt da zweimal dahin, oder? Ja. War das da? Nee. Da müssen wir hinspringen. Machen wir das doch mal, oder? Schauen wir, dass wir da hinhüppen und ja, dann nochmal hüppen. Und dann sollte man da sein, wo der grüne Blips ist, außer Reichweite von sonstigen Verbindungen. Da oben, das sagt mir, dass es hier schnell geht. Dann müsste alles so klappen, oder? Lädt auf. Ausbau war erfolgreich, glaube ich. Da unten geht jetzt nicht so schnell der Akku leer. Und jetzt sind wir da in dem Sektor, wo er sagt, dass hier was sein könnte. Schiff, drei Tore sind hier, okay, alles klar. Es gab hier nur Tore, mehr nicht. Und das hat der Thomas, hier haben wir wieder so ein Symbol, da kann man sicherlich wahrscheinlich dann unbekannte Signatur, da gibt es dann wahrscheinlich auch Stationen, die man besuchen kann, auch wenn ich die Quest nicht machen kann, weil ich das DLC nicht habe. Aber wir wollen jetzt erstmal weiterspringen und haben jetzt dieses Tor mal ausgewählt. Süd, Ost wäre unser Tor, ne?
Südwest wäre nach da mehr. Ne, Südost ist schon unser Tor. Fliegen wir doch da mal schnell hin, oder? Schauen wir mal, was dahinter ist und ob wir vielleicht besser mal irgendwo... Aber wir bräuchten unbedingt so ein Wurmloch, dass wir weiter zu dem anderen kommen, wo wir, sag schon, diese Quest erledigen können. Kriegen wir schon hin. Ist halt gerade so, Thomas, kann ja auch nicht ändern. Okay, hier gibt es leider keinen Punkt, der darüber springt. Doch, wir können, so wie es aussieht, können wir selber darüber springen, sonst würde es hier nicht angezeigt werden, ne? Sehr cool. Ja, weil wir einen Kern mit Avarion haben und Avarion kann auch über die Risse springen, so war das, ne? Sehr gut. Gut, dann ist das auch geklärt. Dann müssten wir über die Barriere eigentlich auch rüberkommen, oder wie ist das? So, jetzt einen grünen Blips. Nehmen wir den mal. Und dann fliegen wir da auch noch hin. So, generatorenmäßig und so sind wir gut unterwegs, denke ich mal. Das klappt da unten mit Springen. Wir können immer gut springen, oder? Jetzt müsste man eigentlich nur noch die Reichweite verstärken. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Platz in diesem Schiff haben für sowas. Hier geht nichts, außer dass es hier ein Habitat gibt. Was wollen die denn hier? Güter? Ah, die wollen alles essen, trinken und sowas haben, ne? Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Nicht nochmal F drücken, ne? Wir wollten jetzt checken, dass wir weiter nach da kommen. Das wäre jetzt hier sozusagen der nächste grüne Blips. Und was wir noch machen wollten, schauen, ob wir noch was nachbauen können. Ne? Das müssten wir noch mal checken. Okay, Akku lädt auf, Hyperraum lädt auf, nicht Akku, Akku ist geladen. Also vom Schiff sieht das jetzt erstmal gut aus, denke ich. Laderaum können wir vielleicht noch erweitern. Ah, da gibt es einen großen Sprung in diese Richtung. Hilft mir das, ist die Frage, ne? Ich denke schon. Aber wir wollten jetzt noch was gucken. Erzeugte Energie benötigt. Energie ist klar. Hier wollten wir... Ah, ist tatsächlich noch was frei. Haben wir denn was für Hyperraumerweiterung? Scanner Booster. Das ist ein Kontrollsystem. Das sind alles Waffen. Schildverstärker, Schildumwandler. Das hier ist Müll, ne? Das kann man schon fast wegschmeißen. Nee, das haben wir jetzt nicht da. Da müssten wir eigentlich schauen, dass wir das noch kriegen, dass unsere Sprungreichweite besser wird. So, hier haben wir ein paar Frachter. Und nee, das Südosttor war es. Das ist das Südosttor, ja. Dann mal schnell dahin und gucken, dass wir da weiterspringen, weil das war schon ein bisschen weiter gesprungen dann. Auch wenn es südlicher war, aber es ging auch ein ganzes Stück weiter östlich. Wir sahen ja noch nicht mal das Ziel, wo es hingeht. Ja, müssen wir schauen. Kriegen wir schon hin. So, was gibt's hier? Drei Tore und ein Zerstörer und ein Güterschiff. Einen Handelsposten. Den sind wir gut, Beziehung. Aber lass mal gucken, auf Nordost geht's oder Südost geht's. Wow, das war aber ein Riesensprung, ne? Ich
würde dann jetzt Nordost weiternehmen. Nordost ist da. Fliegen wir da rein, um weiter Richtung unseren Zielplaneten zu kommen oder Zielsektor. Okay, erzählt ein bisschen was aus seinem Nähkästchen, was er da mal erlebt hat. Also Akku und Dingen sind top. Ost, Südost, das ist doch genau die Richtung, die wir jetzt weiterspringen wollen, ne? Da unten. Auf geht's in das Tor. Was war hier sonst noch im Sektor? Nur Tore, alles klar. Springen wir da mal rein, dass das weitergeht. Nächste Sektor bringt bestimmt mehr Glück. Oder auch nicht, wissen wir nicht. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall mehr los. Essensfabrik, Raumjägerfabrik. Südosttor, Ost-Ost, Südtor. Ja, nehmen wir, oder? Werden wir wahrscheinlich bis dahin kommen. Tor voraus. Also hinfliegen. Anders geht's ja nicht. Ist ein Ausrüstungsdock bei? Nein, war es ja nicht. Hatten wir schon geguckt. Wir haben jetzt Waffen gekauft und noch nicht eingebaut. Vielleicht sollten wir das auch noch gerade erledigen, oder? Ist die Frage, ob das überhaupt geht. Top Quarks Graviturm. Tron, Gravitron, so heißt das Ding. Schadenstyp, wo ist jetzt hier? Die Automatikwaffe. Zwei Stück waren es, oder? Da. Ach, das ist ein defensiver Geschützturm. Aber ist auch egal, wenn, ne? Raumjäger, Torpedos und Schadenstyp, Splitter. Ach, das war gar nicht so was Dolles mit automatisch schießen, ne? Naja. Ist jetzt auch egal, wir können es erstmal nicht einbauen. Das heißt, wir lassen es auch erstmal und gucken zu, dass wir uns weiter fortbewegen. Ost, Süd, Ost. Ah ja, war immer noch das Tor, glaube ich. Ne? Wir hatten nur zwischengehalten, um zu schauen, was wir noch einbauen könnten. Was wir aber nicht tun. Aber ist auch nicht schlimm. Trinium wird gerade abgebaut, auch gut. Schauen wir mal, was im nächsten Sektor wieder ist, ne? Reparaturdock, Schiffswerft, das ist schon mal gut. Und hier geht es irgendwie weiter, aber... Gute Frage, wo lang? Wir müssen... Ja, weiß nicht, ob es da einen Weg durch gibt, wenn wir hier lang fliegen. Müssen wir aber testen, wissen wir so nicht. Schiffswerft ist... Da, aber warte mal, Schiffswerft bringt uns ja nicht ganz so viel, oder? Schiff wollen wir nicht bauen. Nee. Das Reparaturdock, was konnte das? Das kann auch nichts, was wir brauchen, oder? Nee, brauchen wir auch nicht. Erst Ausrüstungsdock wollen wir eigentlich haben, ne? Ogonit wird abgebaut, sehr schön. Das Tor ist auch da hinten. Okay, dann fliegen wir da hin. Gut, machen wir uns auf den Weg. Ich würde sagen, ich schaue dann weiter voran, dass wir weiter ostwärts kommen. Vielleicht klappt das ja auch, ohne dass ihr dabei seid, dass ich da nicht überall irgendwo anhalten muss. Und dann schauen wir weiter. Ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.